könnte nicht nur sagen, das tut es auch. Ja. Shrimp oder Hand. Oh mein das Gott. Die hat alle gleich ausgesehen. Mögen meine Feinde. Ich habe doch keine Flächenangriffe. Ja, jetzt seid ihr wirklich am Arsch. Am Arsch seid ihr. Bam. Was wollen wir doch nicht? Am Arsch seid ihr wohl. Die letzte war nicht mehr so gut, aber... Niemand hat ja auch gesagt, das war ein bayerisch gut. Oskar, der Bayer, der kann bayerisch. Hab's nicht mehr. Aber das tut ohne, das tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie Leute Instagram-Stories machen, die so wirklich so einen ganzen Sack voll Süßigkeiten nehmen und den halt einfach sagen so, yo, schmeiß dich weg, weil ist ja nicht mehr gut. Ohne es kriegt mich nicht. Oh, es tut mir, solche Bilder tun mir in der Seele weh. Weil. Das kann man doch gar nicht tun. Kann man es lieber mir geben? Ich schenke das dann einfach. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Ihr Mistkerle! Schon schlimmer ist das dann. Alter. Ich werde nicht sterben. Reicht. Lasst mich nicht sterben. Ab, wenn mich nicht umbringt. Wurde getroffen. Bam, obwohl durch die Wand geboxt. Kommt er auf der anderen Seite wieder raus? Nein. Schade. Der Loot ist wohl verloren. Aber ist ja noch halb so schlimm. Unregelmäßig ist alles am Mund. Kindiv schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang.
Wenn er jetzt will, dass ich durch so einen komischen Geheimgang laufe. Ich habe gerade alle Dudes gekillt, die hier da waren, ja. Also. Ey. Das war ein bisschen. Ah, der teilt sich so ab. Auf sein! Episch. Ja, mit Heilung. Das Als Wichtigste zuerst. Fischen. Absolut kein Platz dafür. Was? Was? Ich habe keinen Platz mehr für sowas. Geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Bitte. 25. Alter, Zahnstocher. Weg mit dem Scheiß. Jetzt brauche ich einen alten Zahnstocher. Noch mehr Fisch. Das Fleisch reichert. Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte einen den Wagen mitnehmen sollen. Wagen mitnehmen sollen. Das war erfrischend. Kaninchensknochen. Sehr gut. Sparkapazität. Fischgeräte. Ja, Waschbärhaut. Kein Upgrade für. Okay. Outfitbeutel. Habe ich alle, oder? Nee. Bomben. Selber vermutlich. Waschbärhaut. Oh, 200 Reinholz. Holy shit.
Brauche ich mir daraus einen Wagen oder was? Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Ich muss ja mit Nasan wieder reden. Aber ich bin durch dieses Fischen so weit vom Kurs abgekommen. Kann man eigentlich gar nicht glauben, wie weit. Überall kleine Tierchen. Ich schieße dich alle ab. Alle. Damit die Leben auch wieder voll sind. Richtiges Gemetzel hier. Von dem voll die modernen Bögen. Mein Bogen gar nicht mal so cool. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Guckt nicht hier. Das hätte ich mitbekommen. Werde ich mich hier nochmal ab. Das ist auch so ein Ding. Da könnte man gut so einen Screenshot machen. Hier, wenn sie so runterspringt und den Haken wirft. Das wäre so ein Screenshot-Ding, was ich appreciaten würde. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich hab sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Yeah. Kehre zu Ravan zurück. Nützlich für eine alte Rezeptur. Er hat sein Schwert bestimmt auch schon wieder zurück. Ich hoffe es zumindest. Muss ich mal gucken. Gibt's denn hier so 5 schwere Waffen von Maschinen im Kampf entfernt? Alter, ich habe da ganz schön viele Erfolge schon. Alle Errungenschaften. Du hast 3 Gegner mit einem Schlag von oben erledigt. Du hast alle Grasattrappen im Nora-Gebiet gefunden und niedergeschlagen. Über 40 erreicht, alle Fähigkeiten erlernt. Ultra schwer abgeschlossen. Beispiel plus. Die Quests abgeschlossen, alle Aktivitäten. Absprungschläge. Erste Speermodifikation. Postklauen. Sänger. Feuerklauen. Alle Tierfiguren. Das ist so ein Ding, was ich machen würde. Und dann sind wahrscheinlich noch diese Story-Dinger. Erster Blauglanz hat. Keine Ahnung, also ich werde auf jeden Fall nicht alle Errungenschaften abschließen. Was heutzutage für einen Ballen Stoff verlangt wird. Da habe ich aber ehrlich gesagt kein wirkliches Interesse daran. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Die Reichen berauben. Oh, bemerkenswerte Belohnungskiste. Bessere Waren findest du nirgendwo. Wo waren hier der Spezialhändler? Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Weise Worte.
sind keine weißen Worte, das ist Fakt. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Ah. Also Ehren seine Quest. Mach ich sie weiter. Das ist der Dude. Tadelloser Marat. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte. Was und jetzt der Sonnenkönig aus dem Wilden von dir? Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Dieser Mora drängelt sich vor. Ignorier sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Kann ich hier den Fokus nicht? Aloy von den Nora, Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwan. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora? Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Oh, jetzt wird's interessant. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring.
Wieso nimmt derweil so viel auf sich, um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derval, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Osaram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Bitte sehr. Schattenkaja, was zum Schattenkaja? Was wisst ihr über diese Schattenkaja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derval war das klar. Das war sein Plan. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Ja, erstmal mit uns beginnen. Meridians Gründung. Ich dachte schon, Ehren schicken. Das wäre für mich tatsächlich kein Wunder.